Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video zu Russia Fishing 4. Ja, schön, dass ihr einschaltet. Heute soll es mal darum gehen, Hechtspots an der Festung. Also ich zeige euch jetzt die ganzen Spots, oder alle kann man ja immer nicht wissen. Aber ich zeige euch einige Spots jetzt, wo ihr, wenn ihr Hechte angeln möchtet, bietet sich hier an, weil gestern war ja das erste Video über Hecht, wo man hier überall Hechte fangen kann. Ja, und bei dem ersten Spot braucht man gar nicht weit gehen. Wir gehen hier Festung raus, hier einmal hin. Na, hier ist ja auch immer der Altspot. Das ist bei 35,58 und hier werfen wir quasi die ganze Area an. Ja. Und man kann aber auch, ich sag mal, hier auf dem Steg gehen und dann hier die Kante runterwerfen. Also hat mir schon viele gute Hechte auf jeden Fall gebracht. Und das ist bei 35,58 hier bei E3 auf der Karte. Und dann laufen wir direkt mal weiter zum nächsten Spot. So, nächster Spot. Wir sehen noch die Festung da vorne. Hier bei 63,59 auch gute Hechte. Hier diese ganze Grütze vor euch. Dann kann man hier anwerfen zwischen diesen Baumstegen. Man kann aber auch mal links daneben werfen. Muss man aber, ich sag mal, okay, der ging jetzt von der Wurfweite, ne? Angel ich aber gerne mit den Funky Minnows. Oh, da haben wir direkt mal was. Oh, seht ihr. Das passt ja schon mal ganz gut. Oh, 2,4 Kilo. Werfen wir noch einmal an. Hat mir auch schon viele gute Hechte auf jeden Fall gebracht hier. Hier kann man, wie gesagt, ziemlich variieren. Und da haben wir wieder einen kleineren. Scheint auf jeden Fall aktiv zu sein. Der Spot ist hier bei H3. Ja, H3 kann man die ganze Area hier anwerfen. Grütze neben dem Baum, da neben dem Baum. Ja, machen wir mal weiter zum nächsten Spot. Hier der Spot dürfte eigentlich sehr bekannt sein. 21,67 auf der Karte. C2. Hier hat man ziemlich viele Möglichkeiten, wo man anwerfen kann. Hier werden ja auch immer gerne die Karpfen beangelt. Also hier gehen auch schon mal die Amure, die weißen und die schwarzen. Hier im Prinzip kann man hier die Grütze einmal komplett in der Breite durchfächern. Man kann da hinten die Grütze anwerfen. Man kann aber auch sogar hier diese Linie runterwerfen. Also hier ist man ziemlich, ich sag mal, flexibel. Wir machen mal ein Würfchen. Gucken wir mal, ob hier irgendwas abgeht. Aber diese Blast X-Geschichte da oben, also der scheint ziemlich gut zu sein. Gibt es ja auch in verschiedenen Farben auf jeden Fall. Und hat auch nur eine Tauchtiefe von 80 cm. Ziemlich cool. Gehe ich mir, glaube ich, auch noch die anderen Farben auf jeden Fall holen. Für nur 50 Silber kann sich jeder frei kaufen. Das ist völlig in Ordnung. Machen wir nochmal einmal einen Wurf darüber. Und dann gehen wir dann zum nächsten Spot. Gibt ja einige. Und so können wir das auch, so werde ich dann auch mal eine Sammlung für Brassen machen, für so die Leute, die hier gerade an der Festung ankommen, wo es überall Brassen zu bekommen gilt. Und natürlich auch wäre das schön für den Aal, wobei das ja leider nicht mehr so geil ist mit dem Aal. Ne? Früher war alles besser, also zumindest beim Aal, aber so ist es nun mal. Wir gehen weiter zum nächsten Spot. Ja, nächster Spot. 15 bzw. 16,38, 16,37. Ich glaube, hier gehen auch schon mal Brassen. Das ist auf jeden Fall hier auf B6. B6. Hier werfen wir an quasi neben diesem Holz hier so rüber. Achtung, aber verhaken könnt ihr euch auf jeden Fall hier. Machen wir ein Würfchen. Ich hatte gerade auf jeden Fall Kontakt vor einer Minute hier, Ingame-Minute. Zwar nur ein kleiner, aber... Auch hier habe ich schon einige Hechte fangen können an der Stelle. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuwerfen. Man ist ja sowieso als Hechtangler im Spiel eigentlich immer viel unterwegs. Also man läuft ja schon die Stellen dann ab. Umso mehr Erfolg kann man natürlich haben. Da haben wir auf jeden Fall ein Hecht. Seht ihr, funktioniert. Machen wir noch ein Würfchen, dann gehen wir zum nächsten Spot. Tja, heute Abend ist ja wieder Downtime. 10 Uhr, 5. Februar, ist ja wieder für 6 Stunden Geschichte das Spiel. Deswegen habe ich gedacht, lohnt sich mal eher sowas aufzunehmen. Was soll man jetzt Spots zeigen, wenn die Geschichte sich heute Abend eh erledigt hat? Ne, dann ist wahrscheinlich alles wieder eh für den Arsch. Wir machen uns dann weiter zum nächsten Spot. So, hier habe ich meinen
einzigen Trophäen hast du bekommen an der Festung. Und zwar hat der hier rüber gebissen. Das war aber wahrscheinlich eher so ein Zufallsbiss. Egal, auf jeden Fall habe ich ihn da bekommen. Wir stehen aber jetzt hier unten, ne, an dieser Brücke bei F8. Hier ist ganz gefährliches Hashgebiet. Ich sag mal, den Spot von der Brücke aus hier vorne hier rüber zu werfen, das sparen wir uns jetzt. Das können wir auch machen. Also von der Brücke aus hier rüber. Ne, aber ich stehe auch gerne hier. Dann kann ich nämlich hier zwischenwerfen. Ja. Oh. Einmal hier rüber. Ja, jetzt mächtig Wind. Natürlich ist auch hier wieder die Hängergefahr hoch. Aber hier in dieser Area ganz gefährlich viel Hecht. Wenn es gut läuft. Oh, ihr seht, da haben wir direkt einen. Das ist schon mal gut. Zack. Machen wir noch ein Würfchen. Also diese Stelle werfe ich besonders gut an, gerne an. Sind auch gute Barsche auf jeden Fall zu erwarten. Das auf jeden Fall auch. Und ich kann es noch immer wieder sagen, hier war damals ein sehr bekannter Aalspot auf jeden Fall. Sehr bekannter Aalspot. Hier hat der Pantoffel mit dem Dennis seine ersten ALG-Versuche im Game gemacht. Das war genau hier an der Birke, hier auf 6 Meter. Und hier habe ich in 2 Ingame-Minuten, also nicht reelle Minuten, 2 Ingame-Minuten, 2 Trophäenschleien auf Tauwurm hintereinander bekommen. Absoluter Wahnsinn. Ist mir auch nur einmal passiert bisher. Jetzt kann man hier noch anwerfen. Hier einfach so, zack. Auch nicht so weit. Und die werfen wirklich bis vor dem Fu, die beißen hier bis vor den Füßen auf jeden Fall. Ziemlich krass. Also die kommen hier, also nicht vorzeitig rausziehen hier, sondern schön bis wirklich bis nicht mehr geht. Oder bis der Twitch aufhört. Also ich habe schon viele 5, 6 Kilo Dinger einfach dann hier vorne einfach nur so zack rausgehoben. Ja, ja, schöne Stelle auf jeden Fall. Und hier vorne einfach mal hinstellen auf Aal probieren. Ja, habe ich auch schon einige gute bekommen, wenn irgendwo anders was läuft hier, so als Tipp. Ja, nicht viel weiter als da vorne gerade. Stehen wir hier bei 54 oder 53, 13. Ja, hier im Übrigen auch kann man Aale versuchen nachts. Ja, wir stehen jetzt hier quasi am Schuh, ne, bei G9. G9, und dann wirft man einfach hier diese Grütze an. Gehen auch schon mal Amure. Also ist jetzt nicht nur für Hecht allgemein eine gute und interessante Stelle für so ziemlich vieles. Man kann sogar auch hier Amure fangen, Karpfen und ja, Aal, Hecht, auch Karauschen, Trophäen oder Giebel gehen hier auch schon mal. Auf jeden Fall auch sehr interessant die Stelle bei 54, 13. So, hier haben wir jetzt im Prinzip mitten im Schuh zwei Spots. Wir stehen bei H8. Ja, H8. Ihr seht auch meine Wurfrichtung am Pfeil. Bei 60, 22 und dann können wir hier so anwerfen. Ja, so an dem Schilf vorbei, alles hier an der Schilfkante lang. Das ist auf jeden Fall ein Hechtspot, den man versuchen kann. Und machen wir mal dieses Würfchen hier. Dann brauchen wir uns quasi einmal nur drehen. Ja, gehen wir hier rüber zu 59, 22. Und dann können wir die ganze Area hier anwerfen. Machen wir mal einen Wurf. So. Gucken wir mal, vielleicht geht ja was rein. Ja, es bieten sich halt auch immer wieder einfach mal die Funky Minnow an der Festung. Oder aber auch jetzt hier diese Blast X-Geschichte. Da mal was. Kleiner, kleiner Babybarsch. Ja, jetzt gehen wir noch zum letzten Spot. Und dann haben wir einmal den See umreist auf jeden Fall. So, jetzt sind wir hier in der letzten Geschichte. Hier war ja auch gestern mein erstes Video. Na, bei 34, 30. Also hier quasi in der Lücke. Neben dem Zeltplatz rechts. Ja, bei E7. Also ich habe jetzt hier die Birke hinten angeworfen, neben der Birke so anvisiert rechts wie links. Man kann aber auch sich natürlich gerne hier hinstellen und einfach hier die Grütze lang ziehen. Das ist auch quasi zwei Spots in einen.
Und machen wir nochmal ein Würfchen hier. Dann gucken wir mal, ob der immer noch aktiv ist. Ich behaupte mal ja. Gut, jetzt haben wir gerade nachmittags. Ist jetzt nicht so eine geile Hashzeit auf jeden Fall. Aber da habt ihr mal so zumindest meine wichtigsten Spots für Hash hier gesehen. Es wird wahrscheinlich auch noch andere geben. Kann ja auch gerne ergänzt werden. Könnt ihr ja drunter schreiben, wo vielleicht eure Lieblingsstelle ist. Auf jeden Fall würde mich auch mal interessieren. Na, vielleicht gibt es ja noch andere geheime Ecken, die man ja preisgeben kann. Ja. Hat ja jeder seinen eigenen Fischpool. Fängt ja keiner ein was weg dann hier. Ja, in diesem Sinne. Das waren so. Der ist schon mal gut. Ihr seht. Oh ja, das ist also richtig gut, wa? 7 Kilo von wegen nachmittags geht nichts. Halleluja. Dann machen wir nochmal ein Würfchen. Ja, sehr, sehr agil. Oh, ich glaube, ich bleibe hier noch ein bisschen für mich stehen. Und wünsche euch noch eine schöne Woche, beziehungsweise wir sehen uns bestimmt diese Woche nochmal. Das waren meine Hechtspots an der Alpenfestung. In diesem Sinne, Petri Lang, Petri Heil und tschüss.